Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um Seite 24 und zwar um diese Netzgeräte. Wir haben hier drei Netzgeräte aufgeführt für solche Kühlboxen und eine Standardkühlbox, die hat hier solch einen Anschluss. Standard wird mitgeliefert, solch ein Kabel, solch ein Schotterstecker mit Zigarettenanzünder. Das kann man im Zigarettenanzünder betreiben. Nur ich sage immer, am besten wegschneiden. Aber es gibt Leute, die wollen den behalten. Und dann gibt es zum Beispiel ein Netzgerät. Das hat, bei uns heißt das Ziggy, Zigarettenanzünder. Das hat einen Zigarettenanzünder. Und so kann man dann das davor schalten mit entweder einem Schweizer Stecker oder wir haben die Alternative hier über einen deutschen Stecker, wenn wir zum Beispiel eine Box nach Deutschland liefern. Jetzt haben wir das Zigarettenanschlusskabel und dann haben wir den LED-Netzgerät. Wir haben hier den gleichen Stecker wie an der Box, dann ziehen wir das Zigarettenanschlusskabel raus oder lassen es im Auto liegen. Wenn es hier fest angeschlossen ist, dann lassen wir es liegen im Auto. Und wenn wir es dann extern brauchen, mit diesem Kabel hier einstecken und dann hier auch wieder Schweizer Stecker oder deutscher Stecker in Deutschland. Das Netzgerät heißt LED. Warum LED? Weil wir haben noch einen sogenannten LED-Scheinwerfer. Wenn ich jetzt das Teil hier einstecke bei 230 Volt und hier diesen LED-Scheinwerfer habe, dann funktioniert der. Und dieser LED-Scheinwerfer hat den genau gleichen Stecker wie die Kühlboxen. Das ist reiner Zufall, wollte ich nichts Böses haben. Wer was Böses denkt, ist ein Schelm oder so, wie das heißt. Also das Netzgerät passt genau für diesen LED-Scheinwerfer. Per Zufall auch an die Box. Das ist auch ein reiner Zufall, weil wir haben ja ein gesetzliches Problem. Wenn wir diese Boxen, früher hatten wir 12 und 24 und zusätzlich 230 Volt. Wenn wir zusätzlich 230 Volt haben, dann geht das Gerät als Haushaltsgerät. Oder da kennt ihr vielleicht diese Energielabel hier, A bis G. Und früher war die Box hier A 3x plus, war diese Box. Heute ist die Box eben nicht mehr 3++++. Weil das Energielabel für Haushaltsgeräte wurde geändert, jetzt gibt es nur noch das. Und das ist ja dann viel schlechter als das hier. Aber das zu erreichen ist eigentlich technisch kaum möglich, außer man arbeitet hier mit 20, 30 cm Isolation. Da kann man die Box nicht mehr verkaufen. Dann auch die Zulassung durch die EU und so weiter. Für uns als kleiner Hersteller wird das relativ schwierig. Aus diesem Grund haben wir gesagt, es gibt die Geräte nicht mehr mit 230 Volt intern, sondern nur noch mit 12 Volt. Dann ist es kein Haushaltsgerät. Das ist eine EU-Verordnung, können wir nichts machen, das müssen wir uns anpassen. Und wenn ich euch jetzt aber dieses Netzgerät darf ich nicht bewerben zu dieser Kühlbox. Auch das Ziggy-Netzgerät, da könnt ihr auch einen Zigarettenanzünder einstecken. Also so ein Anzünder, effektiv oder sonst irgendwas. Das muss nicht zur Box gehören. Weil wenn dieses Netzgerät in der Box montiert ist, kann ich es nicht zulassen. Also mit Aufwand, dass es nicht mehr schön ist. Oder ich muss irgendwo hinbescheißen. Wir haben einen größeren Mitbewerber, da braucht die Box, könnt ihr Homepage nachschauen, bei 230 Volt viermal weniger Strom wie bei 12 Volt. Das kann nicht sein. Aber irgendwie haben die das hingekriegt. Das denkt, das verhält auch. Das ist kein Thema.
Und so liefern wir halt ein Netzgerät, verkaufen wir, dürfen wir zusammen, aber nicht miteinander anbieten. Verkaufen wir euch solch ein Netzgerät für einen LED-Scheinwerfer. Den LED-Scheinwerfer könnt ihr auch kaufen, der kostet 120 Euro. Der Grund nicht, dass er zu teuer ist, sondern dass ihn keiner kauft. Ich will nämlich keine Scheinwerfer verkaufen. Ja, und das sind die zwei Netzgeräte, die wir anbieten. Die kosten beide etwa gleich viel. Beide 59 Schweizer Franken, beziehungsweise 64 Euro. Und dann kommt wieder das Thema, warum bin ich in Deutschland teurer als in der Schweiz? Ja, weil wir deutsche Steuereintreiber sind. Also wir als Schweizer Firma mit einer deutschen Niederlassung, wir müssen für den deutschen Staat Steuern eintreiben. Erstens, wenn wir so ein Netzgerät, das kommt aus China, sehen wir mal ehrlich, wenn das von China in die Schweiz kommt, dann zahlen wir Einfuhrumsatzsteuer, die wir aber absetzen können. Und kein Zoll, weil die Schweiz hat ein Zollfreihandelsabkommen mit China. Elektronikartikel, Netzgeräte, ist alles etwas selbe. Kenne mich nicht so genau aus beim Zolltarif. Die sind ja in der Schweiz in der Regel günstiger als in Deutschland. Das ist hier auch der Fall. Wenn ich jetzt dieses Netzgerät in der Schweiz habe und ich liefere das nach Deutschland, ich verzoll das und so weiter, muss ich dafür Zoll entrichten in der EU. Frag mich nicht nach dem Satz, vielleicht kennt den einer, kann ihn unten in die Kommentare schreiben. Und dann muss ich noch 19% Mehrwertsteuer verlangen. Und die muss ich dann ja am Staat abführen. In der Schweiz habe ich momentan noch 7,7% Mehrwertsteuer. Man hat jetzt abgestimmt, dass das erhöht wird auf 8% oder 8,1%. Bin noch nicht ganz sicher, aber das ist Zukunft. Wenn ihr jetzt in den Urlaub fährt, beispielsweise von Deutschland nach Italien, dann fährt ihr durch die Schweiz oder über Österreich, ist egal. Wenn ihr durch die Schweiz fährt, dann könnt ihr bei uns vorbeikommen, so ein Ding in der Schweiz kaufen. Nur, das ist kleiner Grenzverkehr, das ist Freimenge bis 300 Euro. Also eine Box könnt ihr nicht kaufen, weil die kostet mehr als 300 Euro. Aber so ein Netzgerät könnt ihr in der Schweiz erwerben, Geld bringen, wir nehmen auch Euro. Und ja, kann man so erwerben. Wir haben aber hier auf dieser Seite 24 den Katalog, verlinke ich euch unten dran und den könnt ihr auch auf der Homepage runterladen unter Kataloge oder erste Seite, haben wir noch ein Netzgerät mehr. Weil ich habe ja zum Beispiel diese Tiefkühlboxen, die hat jetzt nur minus 31 Grad und die hat ein stärkeres Netzgerät. Das Netzgerät hier bringt etwa 120 Watt Dauerleistung, das reicht für solch eine Kühlbox. Für diese wird es nicht reichen. Hat auch den falschen Stecker. Dieses Netzgerät hat solch einen Stecker. Das passt dann auf diese Box hier und hat etwa 160 Watt Leistung. Wir brauchen das einfach für die stärkeren Tiefkühlboxen. Hier steht auch Netzgerät mit diesem Stecker und die Boxen haben das. Wird auch verwiesen. Und als letztes habe ich noch auf dieser Seite das, was die Leute im Frühling zur Box nicht mehr finden, das sind diese Zigarettenanschlusskabel, 2,5 Meter lang. Die gehen irgendwie verloren. Wir haben jedes Jahr Leute, die sagen, habe ich nicht mehr, finde ich nicht mehr, habe ich zwar bekommen, aber ich weiß es, es ist mir abhanden gekommen. Wegen dem sage ich immer, hier, Stecker abschneiden, direkt im Auto anschließen oder auf dem Boot, wo die Kühlbox steht, dann geht das Kabel nicht verloren. Dann bleibt das Kabel da, wo ihr die Box in der Regel betreibt. Ja, das ist es gewesen von dieser Seite 24. Die zwei Boxen hier, die verlinke ich euch.
die B46 Standard und die B81 GT, also eine Tiefkühlbox. Und hier verlinke ich euch die Playliste zu diesem Katalog. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.